Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen Quadrat nachhäkeln könnt. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Ich häkle es bis zum Ende. Das habt ihr euch gewünscht, dass ich dann halt nicht zum Beispiel wie sagt man, die Reihe beginne und dass ich dann, nachdem ich hier zum Beispiel dann sage, und jetzt macht ihr das allein und wir sehen uns dann, wenn wir wieder am Anfang sind. Nein, ich mache es tatsächlich mit euch zusammen, also wirklich für Anfänger, mit euch zusammen, jede Runde, jede Masche. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und beim Nachhäkeln. Los geht's! Ich habe mir jetzt erstmal die Farben rausgesucht, mit denen ich häkeln möchte. Ich fange mit dieser Farbe an, also alles Blautöne bis auf das, ein Grauton. Und dann habe ich diese so in etwa nach der Größe angeordnet. Nee, so mache ich es. So, ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Wichtig dabei ist, und das nenne ich ja in jedem Video, ist, dass eure Häkelnadelstärke zu euren Garnwolle, wie auch immer, passt. Genau, ich habe hier eine 2 mm Nadelstärke und wir beginnen jetzt hier mit den kleinsten. Die legen wir einmal auf Seite. So, wir fangen an mit einem magischen Ring. Den könnt ihr machen, so wie ihr den gelernt habt. Ich zeige euch auch gerne hier nochmal ganz kurz, wie ich das mache, weil ich mache das wirklich ganz easy, ohne Schnickschnack. Also ich nehme einfach hier den Faden, wickel diesen. So um den Finger, also nochmal neu, so. Und dann gehe ich einfach mit meiner Nadel da hinein, entnehme das und da ist einfach mein Ring, worin ich arbeite. Wir häkeln hier hinein 3 Luftmaschen. 3 Luftmaschen, diese sollen nämlich unser erstes Stäbchen ergeben. Also ein Stäbchen sind sozusagen 3 Luftmaschen. Das ist unser erstes Stäbchen. Wir machen noch 2 weitere Stäbchen, holen den Faden hier oben, gehen durch unseren Ring, holen den Faden, holen erneut den Faden, gehen durch unsere ersten 2 Schlaufen, holen den Faden und durch die letzten 2 Schlaufen. Dann ist das unser zweiter Stäbchen. Wir machen es nochmal. Wir holen den Faden, gehen durch unseren Ring, holen hier nochmal den Faden, gehen mit dem Faden durch die ersten 2. Hat nicht sogar geklappt. Durch die ersten 2, durch die letzten 2. Das war unser drittes Stäbchen. Nach unserem dritten Stäbchen machen wir eine Luftmasche. So. Und jetzt machen wir erneut 3 Stäbchen. Nummer 2. Und Nummer 3. Das schaut dann so aus. Wir machen erneut eine Luftmasche und machen wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So schaut es aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Hier haben wir unsere ersten 3, die zweiten, die dritten. Und jetzt machen wir das noch ein letztes Mal. Also nach den 3 Stäbchen wieder eine Luftmasche und wir machen erneut die 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Dann können wir hier dran ziehen. Dann schließt nämlich unser Ring. Das machen wir. So schaut es dann aus. Wir machen noch mal eine Luftmasche und gehen hier
Das ist unser erstes Stäbchen, was aus drei Luftmaschen besteht. Und hier oben, die letzte Masche, da machen wir eine Kettenmasche. Wir schließen unseren Ring und somit ist das unsere erste Runde, genau. Wir gehen hier mit dem Faden nochmal durch, ziehen das so ein wenig lang, schneiden das hier oben ab. So, und das können wir dann einfach gleich mit einarbeiten. Ich muss den Ring nochmal enger schließen. So, die Farbe haben wir erledigt. Das hört sich an. Die nächste ist dann diese, um euch nochmal zu erklären. Das ist der Ring hier in der Mitte. Wir haben jetzt hier unsere Lücken. Und zwar viermal, immer da, wo wir die Luftmasche gemacht haben. Einmal hier, dann haben wir 1, 2, 3 Stäbchen, wieder unsere Lücke. 1, 2, 3, hier wieder unsere Lücke und hier nochmal. Vier Stück insgesamt, 1, 2, 3, 4. Wir nehmen jetzt unsere neue Farbe und häkeln weiter. Einer von diesen vier sucht ihr euch jetzt aus. Ich nehme jetzt einfach mal diese. Ziehe den Faden da einmal durch. Und häkel wie am Anfang auch drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese ergeben unser erstes Stäbchen. In diese Lücke machen wir jetzt erstmal drei Stäbchen, das heißt, ein Ersatzstäbchen haben wir schon. Wir machen noch zwei. Also genauso, wie ich es euch am Anfang gezeigt habe. Wenn ihr diese drei habt, dann machen wir eine Luftmasche und häkeln erneut nochmal drei Stäbchen in dieselbe Lücke. So schaut es dann aus. Wir machen jetzt hier eine Luftmasche, ne? Danach kommt immer eine Luftmasche. Und jetzt gucken wir hier, wo unsere nächste Lücke ist. Und zwar ist die da, ne? Man sieht ganz genau 1, 2, 3 Stäbchen da. Wir holen den Faden, nehmen den mit, gehen hier durch die Lücke und machen da unsere drei Stäbchen. Eine Luftmasche und erneut die drei Stäbchen in dieselbe Lücke. Das macht ihr dann komplett, bis ihr wieder hier am Anfang angelangt seid. Wer das gerne mit mir zusammen weitermachen möchte, der bleibt noch dran. Das wurde nämlich in einem Video mal erwünscht, dass ich immer bis zum Ende häkel. So, das war die dritte, eine Luftmasche. Den kann man jetzt hier abschneiden. Den habe ich hier so ein bisschen mitgehäkelt. Das mache ich mal eben. Die könnt ihr aber auch alle am Ende nochmal mit einer Nähnadel vernähen. Dann habt ihr ein schönes Ergebnis, ne? So. Genau. Dann machen wir eine Luftmasche.
Ach, das haben wir schon. Und so schaut es dann aus. Hier habt ihr 3, 3, 3, 3. Wir machen eine Luftmasche und suchen dann die nächste Lücke. Die ist hier. Na? Da machen wir nochmal 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche. 1. Zwei, drei, eine Luftmasche. So schaut das Ergebnis jetzt aus. Und wir machen jetzt hier in die letzte Lücke erneut 3 Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen. Eins, zwei und drei. Wir machen eine Luftmasche, gehen hier in die erste und schließen es mit einer Kettenmasche, ziehen den Faden nochmal durch und können es hier abschneiden. So schaut es dann aus. Zeige euch jetzt hier nochmal die Lücken für unsere dritte Runde. Ja, die Farbe, die sieht total gleich aus, ne? Jetzt werden wir mal gucken, so ein, ja. So viel Unterschied sieht man hier auch nicht, ne? Aber ich hätte gerne das Ganze so in Blautöne. Ich liebe einfach diese Farbe. Also hier sieht man ja gut diese größeren Lücken. Und dann haben wir noch diese etwas kleinere, engere Lücken. Das ist diese hier in unseren Ecken. Da und da. Genau. Also entweder vernäht ihr das nachher, dann müsstet ihr aber ein bisschen mehr dran lassen, damit man das gut vernähen kann. Oder man zieht diesen Faden auch hier so ein bisschen durch. Dann habt ihr das Vernähen erspart. Abschneiden. Nun geht es weiter mit unseren dritten Runde. In der dritten Runde ist es ein wenig anders. Wir nehmen die neue Farbe. Ihr sucht euch wieder ein Eckchen aus. Ich nehme mir mal die Lücke. Und hier ist es ein bisschen anders. Also wir fangen an, wie gewohnt, mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Das ist unser Ersatzstäbchen. Und wir machen noch 2 weitere. Ist die zweite und unser drittes Stäbchen. So, wenn wir das haben, machen wir eine Luftmasche und machen erneut in unsere Ecke hier 3 Stäbchen. Eins. Zwei und drei. Wir machen eine Luftmasche. Und jetzt haben wir hier unsere Mitte, sage ich mal, also keine Ecke. Hier in diesen größeren, auf den Seiten, da werden wir nämlich nur 3 Stäbchen häkeln, also nicht wie hier 2 mal 3 Stäbchen, sondern nur einmal.
Also wie gehabt, ne, eine Luftmasche, wir holen den Faden, häkeln hier rein, drei Stäbchen, ein haben wir. Hier ist das zweite und das dritte. Ne? Dann machen wir eine Luftmasche. Hier ist unsere Ecke, das heißt, hier müssen wir wieder zweimal drei Stäbchen machen. Wir holen den Faden, gehen in unsere Ecke und häkeln drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche und erneut drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Jetzt mal gucken, wann das drei. Eins, zwei, drei. Nee, da fehlt noch eine. So, jetzt sind es drei. Ne? So schaut es aus. Wir machen eine Luftmasche. Machen hier auf der Seite wieder nur drei Stäbchen. Eins, zwei, up. Dritten muss ich noch neu machen. Drei. Eine Luftmasche. Da ist wieder unsere Ecke. Das heißt zweimal drei Stäbchen. Wir gehen hinein und machen drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. Wir gehen nochmal hinein und machen erneut drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Wir machen eine Luftmasche. Sind wieder an unsere Seite angekommen. Das heißt, hier wieder nur drei Stäbchen, eins, ja, das war schief gegangen, zwei und Nummer drei. So schaut das jetzt aus. Wir machen eine Luftmasche, sind an unsere Ecke angekommen. Das heißt, hier machen wir wieder zweimal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche. Dann haben wir hier noch die letzte. Da machen wir nur drei Stäbchen, ist ja die Seite. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche. Gehen hier in diese oberste Masche und schließen unsere Runde. So schaut es aus. Wir gehen mit dem Faden nochmal hier durch, lassen was dran, schneiden es ab. Ich ziehe es hier nochmal durch. Wir haben jetzt hier unsere Ecken und zwei mittlere. Also wir gehen einmal kurz durch für alle die ab jetzt alleine weiter häkeln möchten. Hier die Ecke, wir machen zweimal drei Stäbchen, vergiss nicht immer die Luftmaschen dazwischen. Hier machen wir drei Stäbchen, zweimal drei. Also eigentlich immer einmal drei Stäbchen bis auf die Ecken, da müssen wir immer zwei machen.
Sonst engt sich das nachher so hier ein. Also es geht dann eher so nach oben. Ja. Genau, wir machen weiter mit der nächsten Farbe, mit Grau. Jetzt wird man es auch viel besser erkennen. Wir suchen wieder eine Ecke. Ich nehme einfach mal die hier und los geht's. Nehme den Faden, lege den mir hier so hin. Und wo ist der Faden? Da. Ziehen immer durch. Häkel. Wie gewohnt immer am Anfang die drei Luftmaschen, die ergeben ein Stäbchen. Und wir häkeln hier jetzt nochmal zwei Stäbchen dazu. Dann haben wir insgesamt drei. Das sind unsere drei. Wir machen eine Luftmasche. Häkeln erneut drei Maschen, drei Stäbchen, so. Eins. Zwei. Drei. So schaut das aus. Wir machen eine Luftmasche. Gehen in das nächste Loch hier und hier machen wir nur drei Stäbchen, denn es ist ja unsere Seite. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche in das nächste Loch. Eins. Eine Luftmasche, auch die habe ich. Und gehen hier ins nächste Loch und häkeln. Ein Stäbchen. Zwei. Und noch ein drittes. Wenn wir das haben, machen wir eine Luftmasche. Das Ganze schaut so aus. Wir gehen jetzt hier in unsere Ecke und häkeln zweimal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche und nochmal drei. Eins, zwei, drei. So schaut es dann aus. Wir machen nun weiter. Eine Luftmasche. Nimm den Faden mit. Ein Stäbchen, zwei Stäbchen, drei Stäbchen, eine Luftmasche in die nächste, wieder nur drei Stäbchen, eins, zwei, drei, eine Luftmasche. In die nächsten zweimal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche und nochmal hinein, drei Stäbchen. Es ist ja unsere Ecke. Eins,
2, 3. So schaut es aktuell aus. Eine Luftmasche ins nächste Loch. Wir machen 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Wir machen eine Luftmasche ins nächste. 1, 2, 3. Eine Luftmasche und ins nächste. 1, 2, 3. Wir sind ja hier in unserer Ecke, das heißt eine Luftmasche und hier wieder 3 Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche in die nächste Lücke. Da machen wir wieder nur 3 Stäbchen. Ist ja die Seite. Noch ein Stäbchen. Eine Luftmasche in die nächste und wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche. Hier oben die Kettenmasche. Dann ziehe ich den Faden nochmal durch, lass was dran und schneide es ab. So schaut es aus. Ich finde die Farben richtig toll. Ja, kurz hierzu. Ihr könnt es jetzt auch so lassen. Was kann man alles damit machen? Ihr könnt ganz viele von diesen Quadraten machen. Ihr könnt diese zusammenhäkeln am Ende und daraus eine Decke machen, eine Tagesdecke. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Ihr könnt aber auch, also ich mache jetzt noch eine Runde und zwar möchte ich gerne noch dieses helle Blau haben. Man könnte danach noch weitere Runden machen, so viel wie man möchte. Dann wird es eben quadratisch. Beim anderen, wenn man dann dazu näht, ne, bei der Decke zum Beispiel, könnt ihr es natürlich so machen, wie ihr wollt, ne, länglicher, das heißt ein Rechteck. Ja, ihr könnt es, wie ich eben gesagt habe, weiter häkeln, so groß wie ihr es haben wollt. Auch da könnt ihr eine Decke machen. Oder aber auch, was ich schön finde, da müsste man, glaube ich, ein Textilgarn nehmen. Ich glaube, das wäre dann hübscher. Ein Teppich machen. Tatsächlich ein Teppich. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Ich habe 2 schon gemacht. Zwar runde, aber so eckig finde ich auch ganz, ganz schön. Könnte man auch in 2 Farben machen oder 3. Da überlege ich, ob ich nicht für meine Tochter was fürs Kinderzimmer mache, weil sie mag sowas ja total gerne. Und dann vielleicht ja Textilgarn, was ein bisschen weicher ist, ne? Den tue ich ja auch selbst herstellen. Da gibt es auch ein Video zu. Ja, ich häkel jetzt einfach mal eine Runde weiter in diesem schönen Hellblau. Dafür fange ich wieder irgendwo an. Ich mache das aber immer sehr gerne in den Ecken. Fange ich immer sehr gerne an. Da wär's. Ich weiß, mittlerweile könnt ihr es auch allein. Aber wer gerne noch mit mir eine Runde häkeln möchte, der kann dranbleiben. Das waren meine 3 Luftmaschen. Das ergibt mein Ersatzstäbchen. Und hier drin häkeln wir 2x3 Stäbchen. Wir holen den Faden, gehen da wieder hinein. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal erklären. So, 2. Stäbchen. Eine Luftmasche. Und nochmal 3.
eine Luftmasche und in die nächste Lücke, da machen wir 3. 1, 2, 3, eine Luftmasche in die nächste, da machen wir 3. 1, 2 und das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche in das nächste. Auch hier machen wir wieder nur 3. 1, 2. Wir machen eine Luftmasche, gehen jetzt hier in unsere Ecke und machen da 3 Stäbchen, 2x3 Stäbchen, so. Luftmasche und nochmal hinein. Da kommen nämlich noch weitere 3 Stäbchen. Mal gucken, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und weiter eine Luftmasche. So schaut das aus. Ich finde es mega hübsch. Und wir machen weiter in die nächste Lücke. Da machen wir nur 3. 1. Und ich finde, das macht so viel Spaß. Wirklich. Wupp. Also dieses Muster zu häkeln. Die zweite. Und jetzt kommt das dritte Stäbchen. Und eine Luftmasche und ins nächste. 1, 2, 3, eine Luftmasche und ins nächste. 1, 2, 3. Jetzt kommt hier wieder unsere Ecke. Da machen wir wieder 2x3 Stäbchen hinein. Und los geht's. 1, 2, 3, eine Luftmasche und nochmal 3. 1, 2, 3, eine Luftmasche. 1, zwei, drei, eine Luftmasche, eine Luftmasche. Wir häkeln hier 3 Stäbchen. 1, 2 und 3,
eine Luftmasche. Gehen in unsere nächste Lücke, auch hier wieder nur drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Dann kommt eine Luftmasche. Wir sind wieder in unsere Ecke angekommen. Da geht das Ganze ja ein bisschen anders. Da häkeln wir, was heißt anders? So viel anders ist es ja nicht. Wir machen das einfach nur zweimal, ne? Wir häkeln in unsere Ecke zweimal drei Stäbchen. Da ist es, ne? Immer zwischen diesen. Und darin machen wir erstmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche und wir wiederholen das Ganze. Nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei, und drei. Wir machen eine Luftmasche, gehen in die nächste Lücke und häkeln drei Stäbchen. Eine haben wir, Nummer 2 und Nummer 3. Eine Luftmasche in die nächste Lücke und dann machen wir wieder drei Stäbchen. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche, wir gehen in die nächste Lücke und machen drei Stäbchen. 1, Faden verloren. 2 und das letzte Stäbchen. Eine Luftmasche. Gehen hier oben da in unsere erste Luftmasche. Kettmasche. Zieh den Faden durch. Lassen da was dran zum Vernähen. Und so schaut es dann aus. Das hier sind die Ecken. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das könnt ihr entweder hier vernähen oder hier unten entlang, so wie es euch gefällt. Das hier ebenso und die dann noch da übrig geblieben sind. Genau. Ich finde die Farbe schön und auch dieses Verlauf. Dieses Wechsel. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ihr könnt mit diesem Muster ganz viel Fläche machen, mit wenig Wolle, wie ich finde. Dadurch, dass man halt so viele Lücken hat. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja schon im nächsten Video wieder. Tschüss!